Die Umwelt ist aus den Fugen geraten. Die Natur droht zu einer gewaltigen Müllkippe zu werden. Ein Problem: Kunststoffe. Plastikabfälle häufen sich nicht nur in Abfalldeponien um den Globus, längst haben sie auch die Weltmeere erreicht. Es muss dringend etwas getan werden, darin sind sich inzwischen alle einig. Aber beim Was scheiden sich die Geister. Und damit herzlich willkommen im Studio von Hyperraum TV zu unserer Sendung Plastik in der Krise. Und das sind die nackten Zahlen. Zwischen 1950 und 2015 wurden weltweit mehr als 8 Milliarden Tonnen Kunststoff hergestellt. Auf jeden Kopf der Weltbevölkerung entfällt bis heute also etwa eine Tonne. Lag die weltweite Produktion im Jahr 1950 noch bei weniger als 2 Millionen Tonnen, wurden 2015 bereits rund 400 Millionen produziert. In den letzten 10 Jahren hat sich die Kunststoffproduktion verdoppelt. Ein großer Teil des langlebigen Kunststoffes wird jedoch schnell wieder zu Abfall. Weltweit haben sich seit 1950 mehr als 6 Milliarden Tonnen angehäuft. Nur etwa 1,4 Milliarden davon wurden bisher für eine industrielle Wiederverwertung recycelt oder zur Energiegewinnung verbrannt. Das meiste davon türmt sich bestenfalls in Müllhalden. Vieles davon aber kommt ungeregelt über Flüsse bis ins Meer, sammelt sich in Plastikinseln und verrottet in den Ozeanen nur langsam zu Mikroplastik. Die kann dann wieder bis in Nahrungsketten zu uns zurückkommen. Hier die Hochrechnung der globalen Zahlen von der Wissenschaft zum Jahr 2050. Besorgniserregende Dimensionen. Doch auch das gilt. Längst sind wir als Gesellschaft von Kunststoffen abhängig. Ihre vielfältigen Vorteile sind enorm. Mobilität, Telekommunikation, Energiewege, kaum etwas in der Wirtschaft und bei den Verbraucherprodukten kommt ohne aus. Kunststoffe und ihre zugesetzten Additive wurden in weniger als 100 Jahren in unserem Leben so omnipräsent, weil sie immer weiter optimiert, adaptiert und selbst für den Einsatz von Nischenanwendungen getrimmt werden konnten. Es werden auch immer wieder neue Kunststoffe mit neuen Additiven hergestellt, produziert, weil man unterschiedliche Eigenschaften möchte. Also wenn Sie an ein einfaches Auto denken, welche große Anzahl an Kunststoffen Sie dort haben, die ganz unterschiedliche Funktionen hat. Das Armaturenbrett soll nicht in 5 Jahren auseinanderfallen. Der Stoßdämpfer hat andere Eigenschaften als vorne der Stoßfänger des Autos, wo Sie in einem Unfall Energie absorbieren wollen. Und diese Eigenschaften können Sie jetzt nicht dadurch ändern, dass Sie sagen, ich schreibe für alles Polycarbonat vor. Und die Industrie legt mit Sicherheit auch Wert darauf, das ist keine naive Annahme, sondern im eigenen Interesse, Additive zu verwenden, die weniger umweltschädlich sind. Der Nachteil ist, manchmal stellt sich es erst Jahre bis Jahrzehnte später heraus, ob jetzt ein Additiv oder das Abbauprodukt des Additivs wirklich umweltfreundlicher war oder nicht. Aber man versucht beispielsweise, bleiben wir beim PVC, die Phthalate zu ersetzen durch andere Additive, die weniger umweltschädlich sind. Also dieser Weg ist da. Das große Problem beim Plastik sind nicht so sehr die langlebigen Produkte, beispielsweise in Automobilen oder bei der Gebäudedämmung. Bei solchen Anwendungen ist in der Regel die Nutzung über Jahre und Jahrzehnte gewährleistet. Problematisch ist jedoch jener Abfall, den der Konsument schnell verbraucht. Einwegverpackungen, deren Lebensdauer nur vom Produzenten bis nach Hause reicht und dann ganz schnell zu lästigem Abfall wird. Der entsteht überall. Es fängt schon in der Küche an. Vom plastikverpackten Käse bis zur Reistüte. Über das Badezimmer vom Deo bis zum Haarspray. Und sie enden am Schreibtisch mit der Plastikverpackung von Tintenpatronen. Ein Beispiel: die Einwegplastikflasche aus PET. Pro Tag werden laut deutscher Umwelthilfe in Deutschland rund 45 Millionen verkauft. Dabei ist die Einwegplastikflasche im asiatischen Raum ein noch viel größeres Problem als bei uns in Europa. Weltweit ist die Lage wirklich dramatisch. Die deutsche Umwelthilfe sagt auf der Grundlage einer weltweiten Studie, allein Coca-Cola stellt pro Jahr 88 Milliarden Einwegflaschen her.
Das sind 167.000 Flaschen pro Minute. Aneinandergelegt würden sie 594 Mal die Erde umrunden oder 31 Mal von der Erde bis zum Mond und zurückreichen. Aber in Südostasien zum Beispiel wird sehr viel oder das meiste Trinkwasser über Flaschen, über Plastikflaschen im Prinzip gekauft. Weil teilweise eben die Ressourcen Trinkwasser so weit verschmutzt ist, dass man das nicht trinken kann aus natürlichen Quellen, sondern es muss gekauft werden. Und da sind natürlich die großen Konzerne spielen da eine große Rolle. Die verkaufen zwar diese Plastikflaschen, sorgen aber nicht gleichzeitig auch für ein Recycling-System. Das heißt, ein Recycling-System und die Etablierung eines Recycling-Systems bleibt dann den einzelnen Ländern überlassen. Das ist eines der großen Probleme. Manche Umweltexperten, wie Rainer Bunge, meinen allerdings, dass Forderungen einer Recyclingwirtschaft in Schwellenländern illusionär sind. Seiner Auffassung nach ist ein anderer Ansatz erfolgversprechender. An allerhöchster Priorität muss für die Schwellenländer muss stehen, geordnete Deponien einzuführen. Das ist zwar nur die zweitbeste oder auch nur die drittbeste Lösung, ist aber immer noch tausendmal besser, als die Ware in die Flüsse und dann ins Meer zu kippen. Also das ist etwas, was unsere Ökofundamentalisten eben auch, wogegen die sich enorm sträuben. Die sagen ja, Deponien sind Teufelszeug, wir wollen ja zu Zero Waste kommen und so weiter. Das ist alles, das ist Wunschdenken. Wir werden Deponien brauchen und was einigermaßen bezahlbar ist, auch für Schwellenländer und auch für die Ablagerung von Kunststoffen, die ich nicht mehr hinterher sortieren kann, wären eben geordnete Deponien. Das würde uns sehr viel weiterbringen. Und die Plastikflasche ist nur ein Problem aus dem großen Problemkreis der Einwegverpackungen. Werfen wir einen Blick in die Zahlen. Hierzulande entstanden im Jahr 2016 mehr als 18 Millionen Tonnen ausschließlich durch Verpackungsmüll. Er besteht aus ganz unterschiedlichen Materialien. 8,5 Millionen Tonnen entstehen bei privaten Haushalten. Darin schlagen Kunststoffverpackungen mit rund 2 Millionen Tonnen zu Buche. Das sind mehr als 37 Kilogramm Kunststoffabfall, die rechnerisch pro Jahr auf jeden deutschen Kopf entfallen. In Europa diskutieren wir das Thema Einwegverpackungen, vor allem über Verbote. Vom Verbot des Trinkhalms bis zur Plastiktüte. Inzwischen zudem Menetekel des Ökobösen hochstilisiert. Sie ist aber längst nicht so schlecht wie ihr Ruf, sagt nicht die Moderatorin, sondern der Umweltforscher. Es ist da wirklich die Frage, was ist die gesamtökologisch sinnvollste Variante? Es ist Augenwischerei, Plastiktüten zu verbieten und dann hängen überall Papiertüten und die Leute kaufen Papiertüten, die sind definitiv schlechter. Die Herstellung des Papiers braucht mehr Ressourcen, verbraucht mehr Energie, hat einen schlechteren Fußabdruck. Da ist die einfache Plastiktüte besser. Auch der einfache Recyclingpapier ist immer noch schlechter als die einfache Plastiktüte. Sie können jetzt den Leinenbeutel nehmen, ja? Und den Leinenbeutel, ich glaube, die aktuelle Zahl liegt bei 50, wenn ich mich nicht täusche. Also Sie müssen 50 Mal den Leinenbeutel wiederverwenden. Also, seien wir einmal ehrlich. Im Grunde genommen ist die Plastiktüte eher der Strohhalm einer Stellvertreterdebatte, an den wir uns so gern klammern. Wir debattieren gern breit über die Behebung einzelner Symptome, statt die viel tiefer reichende Ursache für das Umweltdesaster an der Wurzel zu bekämpfen, nämlich da, wo es richtig wehtut. Man muss sich eigentlich vor Augen halten, dass in unserer Ökobilanz, in unserer persönlichen Ökobilanz, da spielen eigentlich drei Sachen eine wichtige Rolle. Das erste ist das Essen, das Fleischessen nämlich. Das zweite ist die Mobilität, das Autofahren. Und das dritte ist das Wohnen, vor allem das Heizen. Wenn ich also etwas weniger Fleisch esse, etwas weniger Auto fahre oder gar konsequent wenig Auto fahre und 2 Grad weniger heize, dann habe ich meine Ökobilanz wirklich massiv aufpoliert. Eben das Recycling von Abfällen, das ist im Wesentlichen, besonders bei den Kunststoffen, das ist eigentlich nur ein Ritual, ein leeres Ritual, ein inhaltloses Ritual, was dazu dient, unser Gewissen zu erleichtern. Unser Gewissen, wir haben ein schlechtes Gewissen und das völlig zu Recht, denn wir machen einen Haufen Dreck.
Weil das Problem also nicht nur extrem komplex ist, sondern seine Lösung weitreichende Konsequenzen auch für jeden Einzelnen von uns hat, befasst sich beispielsweise an der Uni Wien ein interdisziplinäres Forschungsteam unter der Projektleitung von Gerhard Herndl mit dem Plastikszenario aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Das Projekt heißt Plenty, das Akronym soll natürlich auch einen inhaltlichen Hinweis geben. Es steht für viel, zu viel Plastik in unserer Welt. Es geht dabei aber nicht nur um die weitere Erschließung des naturwissenschaftlichen Verständnisses der Wechselwirkungen von Kunststoffen in der aquatischen Natur. Für Herndl ist die soziologische Dimension des Themas extrem wichtig, mit der Frage, wie die Bevölkerung auf den nächsten großen Schritt für die Menschheit vorbereitet werden kann. Worum es mir geht, das rauszustreichen, dass Plastik ist nicht ein isoliertes Problem, sondern ist im Prinzip nur ein gegenwärtig aktuelles Problem, das sehr schön darstellt, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und das ist nicht, ich sehe dieses Plastikproblem im Zusammenhang mit dem Verlust an Biodiversität, mit dem sechsten Massensterben, mit dem wir gegenwärtig konfrontiert sind auf unserer Erde, das erste, das durch den Menschen verursacht wird, mit der Klimaerwärmung. Das sind alles im Prinzip verzahnte Probleme, und wo die Soziologie eine wesentliche Rolle spielt auch, ist, wie kann man das machen, wie kann man Maßnahmen machen, sodass sie von der Bevölkerung, auch von der Öffentlichkeit auch getragen werden. Wenn man das Beispiel Macron ansieht, als er versucht hat, das ein bisschen zu eine Ökologisierung des Systems anzugehen in Frankreich, was ja durchaus eine sehr ausgezeichnete Idee ist, eine richtungsweisende Idee ist, aber den Benzinpreis zu erhöhen, und das hat dann die Gelbwesten auf den Plan gebracht und letztlich ihm geschadet, der ganzen Idee geschadet, einer Ökologisierung. Und das ist sicher nicht der Weg, wie man den gehen kann. Das heißt, das ist ein sehr schwieriger Prozess. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind da. Wie kann man die Bevölkerung, die Öffentlichkeit dazu bringen, dass sie so weit ein Problembewusstsein entwickelt, dass sie von der Politik einfordert, Maßnahmen zu ergreifen. Nur dann wird Politik reagieren. Politik reagiert nicht mehr so vorausschauend. Also gegenwärtig, finde ich, fehlen Politiker in Europa und nicht nur in Europa, auch anderswo, die wirklich irgendwie ein gewisses vorausschauendes Denken an den Tag legen, die Visionen haben. Aber wenn die Politik schon wenig Visionen hat, so könnte doch jeder von uns wenigstens den gesunden Menschenverstand walten lassen. Denn eigentlich, so sagt uns der Wissenschaftler gleich, ist manches am Ende gar nicht so kompliziert, offenbart anhand einer anderen derzeit heftig debattierten Umweltthematik, das Für und Wider der Elektromobilität. Es gab ja jetzt in Deutschland gerade die stark umstrittene Studie, der Tesla ist gar nicht so umweltfreundlich. Und das wissen wir natürlich, das ist auch bekannt, das hängt sehr davon ab, bei jetzt so einem Auto, was für ein Strom wird verwendet und was für ein Auto vergleicht man miteinander. Dann sind Elektroautos manchmal gut und manchmal sind sie gar nicht so gut. Aber ganz prinzipiell kann man es schon wieder runterbrechen. Selbstverständlich kann es nicht umweltfreundlich sein, wenn jeder Einzelne alleine in einem so teuren, riesigen Auto rumfährt mit einem so großen Akku. Ein Tesla kann niemals umweltfreundlich sein, so wie auch ein X5 BMW niemals umweltfreundlich sein kann. Also die Dinge sind schon dann auch wieder trivial. Der gute Hausverstand genügt hier schon, um zu sagen, wenn mehrere Leute in einem Elektrobus fahren, wird das ja wohl umweltfreundlicher sein, als wenn jeder so in einem riesigen Tesla rumfährt. Also es hat leider doch diese Einfachheit, dass mit einem vernünftigen Menschenverstand man die Dinge lösen kann. Es gibt andere Sachen, da sieht das nicht ganz so einfach aus. Manchmal reicht der kurze Schritt halt nicht, um das Ziel zu erreichen. Manchmal braucht es den großen Sprung. Und das Mobilitätsproblem macht auch nicht beim Individualverkehr Halt, sondern umfasst die gesamte globale Handelswelt der hochindustrialisierten Zivilisationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts.
Letztlich muss man einfach dahin kommen, dass man wieder mehr Regionalprodukte kauft. Das heißt, wir sollten da wieder zurückkehren und wieder mehr auf regionale Produktion auch gehen. Wenn Güter quer durch Europa transportiert werden, um irgendwo gereinigt zu werden und dann wieder zurückkommen, dort, wo wir sie anbauen, dann macht das alles keinen Sinn. Das heißt, wir müssen da wieder zurückkommen und da braucht es wirklich eine Kostenwahrheit. Wir verbrauchende Europäer mit einer weitgehend geregelten Abfallwirtschaft zeigen mit dem Finger gern auf andere. Auf das Müllproblem ferner Regionen des Globus oder aber auf die zweifellos vorhandenen wirtschaftlichen Eigeninteressen von Industrie- und Warenwirtschaft. Aber gerade wir im Herzen Europas haben uns an das schöne Leben einer transportintensiven Wegwerfgesellschaft gewöhnt. Und alles hängt eben irgendwie mit allem zusammen. Plastikverschwendung und Luftverschmutzung, Klimawandel und die Ozeanversäuerung oder das beginnende sechste Massensterben von Arten auf diesem Planeten. Alles nur unterschiedliche Symptome einer systemischen Ursache, die wir mit der Herangehensweise einer Verbotspolitik einzelner Produkte oder gar der extensiven Mülltrennung im Eigenheim nicht wirklich bekämpfen können. Dieses Verbieten von Plastiksackerln, wie das in verschiedenen Ländern passiert, das ist natürlich im Prinzip eine Kosmetik. Das sind im Prinzip nicht viel mehr als Alibi-Aktionen, die niemandem wirklich wehtun, die aber auch nicht wirklich das Problem lösen. Wir betreiben Raubbau an unserer Umwelt. Wir verbrauchen die Rohstoffe innerhalb von 5, 6 Monaten, die die Erde in einem Jahr liefern kann. Das heißt, das ist auch Aufgabe, das in die ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen, dass wir im Prinzip auf Pump leben. Unser Wirtschaftssystem ist gegenwärtig aufgebaut auf Wirtschaftswachstum. Und wir wissen aus der Ökologie, es gibt kein unbegrenztes Wachstum. Irgendwo sind die Grenzen erreicht. Und wenn man die Grenzen überschreitet, dann wird das System kollabieren. Wir leben über unsere Verhältnisse. Das ist das eigentliche Problem. Aber halt, muss das eigentlich so sein? Im Grunde genommen geht es um eine längst überfällige Wertediskussion, der wir uns als Gesellschaft stellen müssen. Auch wenn die Erkenntnis wehtut, die Zeiten des Aufbruchs in ein ungebrochenes Wirtschaftswunderland sind vorbei. Die Konsequenz für uns also lautet: mehr ethische Gebote als politische Verbote. Das dazu irgendwie tröstende Schlusswort überlasse ich dabei gern der Wissenschaft. Wenn Sie mich fragen, was ist so ein Ziel, Einfluss zu nehmen auf eine Wertefrage, das kann man bei seinen eigenen Kindern, kann man nicht die Dinge länger verwenden? Muss man immer alle 2 Jahre oder alles Jahr was Neues haben? Kann man nicht Sachen einfach, nachhaltig heißt in dem Sinne lange Verwendung, das ist gegen das derzeitige wirtschaftliche Handeln, aber das kann man ja hinterfragen. Ja. Macht denn das glücklich? Macht es das sinnvoll? Ich würde sagen, nein. Also man muss einfach da, man muss runter, ja. Sonst kann das nicht funktionieren.